Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, unserem kleinen Hardcore-One-Chunk-Projekt. Was ist das gerade? Ein Skelett da hinten. Genau, wer zum ersten Mal gerade einschaltet, die erste Folge nicht gesehen hat, wir bewegen uns nur innerhalb von einem einzigen Chunk mit F3 plus G. Kann man sich diese Chunk-Grenzen hier sichtbar machen, anzeigen lassen. Und wir dürfen uns nur innerhalb dieses einen Chunks hier bewegen und auch keinen einzigen Block, der außerhalb wächst oder sich befindet oder auch ein Item, wenn es da liegt, dürfen wir nicht aufnehmen. Ich glaube, das Einzige, was geht, ist, wenn das Item genau an der Grenze liegt und wir halt vorbeilaufen und es automatisch aufgesaugt wird von uns. Das wäre noch in Ordnung, aber mehr ist nicht drin. So, und jetzt eigentlich die Frage, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben gerade Tag, es sind zwar noch ein paar Monster unterwegs draußen. Ich nehme mal hier die Mauer weg. Wir müssen jetzt eigentlich hier... Ja, ich mache dieses Löchlein hier jetzt mal zu. Ich habe gesagt, ich wollte ja eigentlich wieder hier die Grenzen auffüllen, aber natürlich nur ein bisschen zu wenig Erde dafür. Ist das Skelett vielleicht irgendwo in der Nähe? Können wir den ein bisschen ranpullen, ranziehen? Wäre natürlich nicht verkehrt, einen Bogen oder sowas zu haben. Also was wir natürlich schon dürfen, ist Feinde außerhalb der Chunk-Grenzen angreifen. Also wenn wir einen Bogen haben, dürfen wir den da hinten abschießen. Bringt uns natürlich nichts, weil wir kommen an die Items nicht ran. Das Einzige, was uns bringen würde, wäre natürlich, dass wir... Ja, dass er uns hier halt nicht reinlaufen kann. Bei Creepern und so natürlich sehr angenehm. Vor allem, solange wir hier noch keine vernünftige Basis stehen haben. Und ja, die nächste Frage ist, wie kommen wir denn möglichst schnell an Wasser? Weil an das Wasser dürfen wir nicht ran, wir kommen da nicht hin. Das ist das Schwierige. Wir können natürlich versuchen, hier irgendwie rumzubuddeln, in der Hoffnung, dass hier irgendwie Wasser mal reinfließt von außen. Und wir es dann mit einem Eimer aufsammeln könnten oder zumindest irgendwie ein Feld da unten anlegen können. Das Ziel wäre das natürlich so nicht in der Hinsicht oder in der Sache, aber naja, könnte man versuchen. So, ich gehe jetzt mal ganz vorsichtig hier mal entlang und schlag mal die Blätter weg. Einfach sehen, wo unsere Grenze auch praktisch natürlich endet. Und wir nicht permanent mit den Chunk-Gitter rumlaufen müssen. Zwischendurch ein bisschen nach Creepern gucken, da habe ich ein bisschen Schiss immer, dass mal einer angelaufen kommt, gerade wenn wir so nach oben gucken. Und der uns dann in die Luft sprengt und dann war es das Ganze. Wäre nämlich echt schade, wenn das Projekt nach ja ein bisschen mehr als einer Folge einfach schon vorbei wäre. Ja, Paranoia. Noch kein Creeper hier. So, die da oben können wir von oben entfernen. Hier dasselbe. Hier alles safe. Schaut gut aus. So, genau bis hierhin dürfen wir. Den Baum dürfen wir leider nicht mehr fällen. Der ist außerhalb von unserem Bereich. Ist immer noch drin? Ja, ist noch im Bereich. So, das despawnt selber. Mach ich mal genau das gleiche. Mal die Blätter einfach weg. Schafft ein kleines bisschen mehr Übersicht, wenn dann auch die Kanten hier praktisch ja, sauber geschoren sind. Nennen wir es einfach mal so. Wir haben sogar einen Mangrovenbaum. Ich weiß noch nicht ganz, wie und wann man den anpflanzen kann. Also einen Sapling haben wir davon. Muss ich mir noch angucken. Oder einfach mal ausprobieren, dann wenn wir da ein bisschen mehr Platz hier haben. Perfekt. Nächster Baum ist fertig. Erst ein bisschen Holz bekommen ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Schöne Variation. Wir haben Eichen. Also wir haben Eichen, wir haben Birken. Und so wie es ausschaut, kommen wir auch noch an Mangrovenholz. Ist eigentlich schon ein ziemlich guter Startpunkt hier. Gerade für so eine Challenge. Und da dürfen wir auch nicht ran. Wir haben immerhin einen Seed bekommen. Das heißt, wir können uns Weizen irgendwo anpflanzen. So, solange jetzt Tag ist, müssen wir auf jeden Fall Holz farmen. Ich hoffe auch, das ganze Projekt wird nicht zu langweilig, weil zwischendurch werden wir so ein bisschen, naja, schon grinden müssen. Wir müssen uns im Untergrund ein bisschen rumbuddeln. Gerade vor allem, solange wir kein Bett haben, wird es ja, nachts halt überwiegend in den Untergrund gehen. Tagsüber versuche ich dann zumindest ein bisschen hier draußen rumzulaufen. Interessant wird es dann aber auf jeden Fall, sobald die Dingens spawnen. Wie heißen sie denn die? Ach, den Namen vergessen. Die irgendwie halt nachts spawnen, ne? Nach einer gewissen Zeit, wenn man zu lange nicht schläft. Dann machen wir erstmal so. Und damit können wir uns noch mehr Kohle machen, im Zweifelsfall. Jetzt überlege ich gerade. Machen wir es einfach hier mit Zäune, oder? Von dem Holz haben wir noch zu wenig, würden wir zwar farblich ein bisschen besser passen.
Oder wir entfernen nochmal diese Erdebene hier und machen die jetzt aus Holz, weil wir jetzt ja schon ein bisschen Holz haben. Bietet sich ja tagsüber vor allem an. Ja, schon, oder? Dann machen wir mal so, zack, zack, zack. Erweitern aber das Ganze um 1. Machen die Ebene ein bisschen größer hier oben. 1, 2, 3, 4 nach draußen. Lalala, erstmal hier alles wegbuddeln. So, hier müssen wir dann nach draußen gehen. Ist das nicht sogar eins weiter jetzt? Ne, sogar 5, ne? Wir müssen hier 1, 2, warte mal, wir müssen auf jeden Fall... Halt, ach, Grenzen waren ja an. Okay, das wäre jetzt dann 4, das wäre 5. Bauen wir es vielleicht unsymmetrisch oder bauen wir es symmetrisch? Ich mach mal kurz mal so. Eigentlich dürfen wir hier nur bis dahin gehen, ne? Aber es ist schon ein bisschen sehr klein dann. Oder ist hier die Sache? Ah ne, hier dürfen wir nur. Warte mal, warte, warte. 1, 2, 3, 4. Das Problem ist, wir sind natürlich nicht ganz mittig. Der Mittelpunkt wäre genau hier zwischen diesen 4 Blöcken. Also genau hier ist der Mittelpunkt. Natürlich eine Mitte mehr oder weniger dann wählen müssen, so gesehen. Naja. Ihr wisst schon, glaube ich, was ich meine. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Soll natürlich schon ein bisschen symmetrisch werden, der Turm. Wenn wir das dann irgendwie so hinbekommen. So, die Erde möchte ich gerade nicht verlieren. Den dürfen wir jetzt eigentlich nicht einsammeln, weil er außerhalb liegt, ne? Aber ich habe ja gesagt, man darf hier praktisch vorbeilaufen an der Kante, genauso solange ich nicht rauslaufe, also sichtlich jetzt hier. Ich demonstriere es einmal. Und ja, das Skelett, dann demonstrieren wir es gerade nicht an der Kante. Sonst würden wir den ja pullen und das war wirklich geschummelt. Also solange ich sichtlich nicht sowas hier mache, dann ist alles fein. Wir haben es einmal demonstriert. Öfters werden wir nicht rauslaufen auf den Kanten. Wir dürfen uns noch hier drin jetzt aufhalten. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Erde. Kriegen wir hoffentlich im Untergrund noch ein bisschen angesammelt. Und ja, ich mache erstmal da oben das Haus ein bisschen weiter. Gehen wir jetzt auch in die Richtung auch mit 5. So. Hier genau dasselbe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 erstmal nur, weil kein weiteres Holz. So, hier ist die 5. Und hier haben wir auch erstmal 1, 2, 3, 4, dann gehen wir auch hin, 5, weiter raus. Fast hier nicht Control gedrückt, fast abgestürzt. Das wäre natürlich schlecht. Aber solange wir keine Nahrung haben, möchte ich natürlich möglichst meine HP schützen. Möglichst wenig Schaden nehmen. Ich überlege halt, weil ich glaube, der ist einen zu weit draußen, weil hier... Ist ja auch der Block praktisch schon darüber gesetzt, oder? Oder ist eher in die Richtung? Nee, Schmarrn, genau andersrum. Denkfehler. Nein. Nee, wir müssen erstmal hier runter. Kurze Einsammelrunde machen. Das Skelett steht immer noch da hinten rum. Der bleibt aber echt stur da stehen. So, an den einen da draußen werden wir nicht kommen. Ja, es wird langsam schon dunkel. Das ist das Blöde. Nein, den wollte ich da nicht hin. Nein, dich wollte ich auch nicht dahin. Mein Gott, was ist denn heute los? Drückt die ganze Zeit die falschen Tasten irgendwie. Oder daneben. Oh, halt, die Fackel brauchen wir. Davon haben wir zu wenige. Ich würde eigentlich gerne eine Fackel noch an die ganzen Kanten hier setzen von dem Chunk. Und ich komme nicht ran, gell? Oh, doch, kommen wir sogar. Cool. Ja, das ist das Einzige, was gerade so grenzwertig in Ordnung ist. An die Grenzen ranzugehen und dann die Blöcke einzusacken. Also müssen wir erstmal nur hier weiterbauen.
lasse mal den bewusst noch rausstehen, um zu gucken, wie groß das Ganze hier wird. Weil wenn es doch zu groß wird, dann machen wir es erstmal nicht so gigantisch. Kommen wir da ran? Nee. Dann erstmal nur so. Hier machen wir dasselbe, wir lassen auch diesen einen Block da rausstehen. Und schauen einfach erstmal. Okay, wir müssen das restliche Birkenholz verwerten. Sonst keine Plattform. Dann heißt es, es ist gleich wieder Nacht und wir müssen in den Untergrund verkrümeln, verschwinden. Und hier müssen wir vor allem möglichst bald auch ein Dach drüber bauen. Sonst kommen die nervigen Viecher in der Nacht. Ich glaube, wir müssen uns auch hier die noch erweitern. Dann ist es in Ordnung. Ich setze mal kurz die Fackeln jetzt erstmal nur hier hin. Das muss hier sein und hier. Kein Birkenholz mehr, was? What? Müssen wir einmal rauslaufen hier? Gibt hier noch irgendwas? Fackel haben wir. Sehr gut. Zack, machen wir hier zu. So. Das Einzige, was aktuell hier reinkommt, sind Spinnen. Die könnten uns hier ein bisschen bedrohen, aber sonst hat hier nichts Zutritt. Erstmal, nee, warte mal, ich reiß den nochmal ab. Oder nee, wir lassen den lieber stehen. Sonst fällt er runter und ich muss nach draußen, das will ich jetzt gerade nicht. So, was wir jetzt auf jeden Fall bräuchten, wäre eigentlich ein Zaun hier, ne? Weil man das auch mal noch in Holz, weil wenn, würde ich gerne einen Achterstack in Kohle verwandeln, nicht weniger. Oh, und wir haben einen Apfel, das ist auch gut. Und zumindest ein bisschen was essen, sobald wir mal Hunger bekommen sollten. Okay, was wir brauchen, sind neue Spitzhacken. Zwei aus Stein, der Rest von den Tools ist noch in Ordnung. Müssen wir noch nicht nachbessern. Ja, ich würde mir gerne hier einen Zaun draufsetzen und dann ein Dach bauen. Geht denn der normale Zaun nochmal? Das war so, oder? Dann hier außen die Pfosten. Jawohl. Ist mal nicht zu viele, weil wir nicht so viel Holz haben. Das hier wird das Dach. Also wenn die Pfosten fürs Dach. Jetzt machen wir mal drei hoch. Nein, den wollte ich ja nicht haben. Hier ist ein bisschen blöd, müssen wir es hier so machen. Und da muss eigentlich der Zaun hin. Das ziehen wir doch schon mal einen Zaun, oder? Ich überlege, die Richtung ist die gefährlichste, weil hier die Lava ist. Hier möchte ich nicht runtergeschossen werden. Ja, und dann fangen wir jetzt mal an, einen Zaun zu bauen. Ein bisschen Holz heben wir uns auf, falls wir das irgendwie gleich noch brauchen. Das ist erstmal so unsere Ecke, wo wir uns auch ein bisschen aufhalten können, wo wir noch nicht abgeschossen werden. Das ist irgendwie halbwegs überleben, das Ganze. So. Das heißt, wenn sie jetzt ein Skelett anschießt, passiert uns zumindest erstmal nichts mehr. Wir kriegen halt nur Schaden, aber wir fliegen hier nicht runter. Ja, aber diesen komischen, ich habe den Namen vergessen, wie heißen die denn? Die, die irgendwann dann anfangen, von oben runter zu fliegen und einen zu attackieren. Naja, wir gehen mal in den Untergrund. Ich werde hier mal wieder die Chunks anmachen, die sehen wir sowieso gerade nicht, das ist das Gute. Dann buddeln wir erstmal ein bisschen Steine ab. Und dann vielleicht auch ein bisschen nach unten weiter, oder? Vielleicht irgendwo eine Art Tür setzen, wo wir uns dann weiter nach unten buddeln. Eine Art Minengang bauen. Wir schauen, wie tief wir kommen. In der Hoffnung, auf Wasser zu treffen. Also wir brauchen Eisen und Wasser natürlich. Ich meine, nur Wasser würde auch schon funktionieren. Könnte man Erde drum setzen und dann ein Feld unterirdisch anbauen. Ich hätte es aber gerne oberirdisch natürlich. Müssten wir schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Aber das Schöne ist, wir haben hier schon mal Erde. Die können wir dann gleich mitnehmen. Die Frage ist, wie viele Ebenen und wie tief machen wir unsere Kelleretagen? Wir können durch mehrere Kelleretagen machen. Das ist ganz klar. In die Richtung traue ich mich nicht, weil da ist die Lava. Ich
würde noch sagen, einen Block gehen wir noch weiter in diese Richtung. Noch scheinen keine Grenzen durch. Also alles noch safe. Dann gucken wir noch auf die ersten Rohstoffe treffen. Wir haben eine einzige Kohle ganz am Anfang gefunden. Aber das war's bisher. Ja, ich überlege gerade, wie wir das am besten machen könnten. Irgendwie fancy aussehen, das Plus. Ich würde mir praktisch irgendwo gerne eine Tür machen und dann kann man praktisch ein Treppensystem so lalalala runter, runter, runter. So an den Grenzen des Chunks. Und dann eventuell für die Zukunft einfach alles aushöhlen. Oder wir machen es halt wie hier. Wir gehen immer runter, machen eine Ebene, lassen eine kleine Decke, gehen noch eine Ebene runter und höhlen wieder alles aus. Ist ein bisschen langweilig, so runter zu bullen, ne? Würde ich vielleicht nicht dauerhaft vorschlagen. Und wir machen es aber mal so, wir gehen jetzt mal hier bis zur Grenze von unserem Chunk. Also noch ist alles safe, wir haben es an, oder? Genau, jetzt schauen. Das heißt, wir können noch einen auf jeden Fall. Gucken, wann die hier durchscheinen. Man sieht nämlich ganz leicht unterirdisch auch durchscheinen. Die Grenzen, genau, hier sieht man es. Da hier die lila-gelbe Linie. Da dürfen wir dann nicht weiter. Dann gehen wir aber erstmal bis hier. Und dann setzen wir hier irgendwie halt bald einen Weg nach unten dann an. Wie auch immer. Eigentlich müssen wir total viel aus Stein bauen hier in der ganzen Karte, ne? Wir werden sehr viele Steine bekommen. Aber oben würde ich natürlich gerne auch ein bisschen aus Holz bauen. Ein bisschen mit Stein schon. Mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Hat ja Zeit. Ich bin meine Diamantspitzhacke noch gewohnt. Und die Diamantschaufel, wo wir einmal nur hier so wupp durchgucken und dann ist alles weg. Aber so läuft das hier nicht. Jetzt einen Abgang machen wollen würde hier. Ist mit der Symmetrie immer so ein bisschen schwierig. Guck mal ganz kurz noch hier oben, ist hier irgendwas unterwegs? Alles safe hier. Ja, schaut gut aus. Ich hoffe, dass ich Monster rechtzeitig höre, weil die Musik recht laut ist aktuell. Zumindest auf meinen Ohren ist sie recht laut. Halt, runter, runter, runter. So, Fackeln platzieren dürfen wir natürlich schon an der Kante. Wir dürfen halt nur nichts abbauen hier. Und die Fackel ist ja noch in unserem Chunk drin. Ich würde es natürlich mittig gerne ausrichten zu unserem Mittelpunkt von unserem Turm hier. Deswegen... ja, schwierig, ehrlich gesagt. Es würde sich ja fast mehr anbieten, irgendwo hier an der Seite eine Tür zu machen, wo es dann runtergeht. Ich plane halt schon so für die Zukunft, wie es irgendwann irgendwie weitergehen könnte. Andererseits, wir können sie auch einfach ein bisschen größer direkt bauen, warte mal. So, vielleicht müssen wir den Abgang nach unten auch einfach anders bauen, vielleicht kommt der ja woanders hin. Dass der gar nicht hier ist, sondern dass der auch über ein Treppensystem vielleicht hier hinten irgendwo reinkommt. Und dann könnten wir hier wieder ein Treppensystem bauen. Das dann praktisch hier runter geht mit der dicken Treppe. Dann ist hier eine kleine Ebene, dann geht es in die Seiten und dann geht es an den Seiten wieder irgendwann runter in die nächste Ebene. Dann machen wir das praktisch als Dreier, bereite das Ganze hier. Erstmal bis hier, weil hier müssen dann praktisch die Wege nach links und rechts weggehen. Dann buddeln wir erstmal fleißig. So, und an sich brauchen wir hier unten auf jeden Fall auch eine Werkbank. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hochlaufen. Und die einfach erstmal hier hin, zack. Hier gibt es erstmal billige Stufen. Die könnte man ja dann irgendwann in Zukunft auch durch, ja, schönere, teurere Stufen austauschen. Dann schauen wir doch mal. Also hier einmal lang. Hier. Hier könnte es ja eigentlich schon wieder runtergehen, ne? Praktisch hier an. Ne, wir können sogar noch einen weiter runtergehen. Klar. Warte, wir müssen noch eine Ebene weiter runter. Neue Schaufel brauchen wir. Na, na.
So, am Anfang passiert natürlich noch nicht so viel im ganzen Projekt. Ich hoffe, wir können irgendwann ein bisschen mehr Action reinbringen. Aber es geht natürlich auch unbedingt erstmal ums Überleben am Anfang. Und da unsere Möglichkeiten hier sehr begrenzt sind, hat das natürlich alles Prio. Wie auch immer wir hier wir überleben. So, ich markiere mir praktisch mal diese Abstufen, also die Stufen hier runter. Wo es dann eben weitergehen soll. So. Auf jeden Fall müssen wir natürlich unter diese Ebene drunter kommen, damit wir hier halt wieder praktisch eine Decke und halt dann Boden für das andere reinziehen können. Und ich glaube, es ist draußen Tag, oder? Jawohl. Schaut gut aus. Dann fahren wir unseren Fahrstuhl hoch, gucken mal in die Gegend. Sieht alles recht ruhig aus hier. Das ist gut. Ich mache noch schnell eine Sache. Ich pflanze mal kurz ein paar Bäume an. Langfristig würde es sich auf jeden Fall anbieten, die Bäume, wollte ja schon fast ein bisschen zu nah dran gesetzt, naja. Oh mein Gott! Wo kam der her? Ho, Alles. Herzinfarkt. Dass wir die Mauer haben. Ich hab doch gerade noch geguckt. Der kam jetzt irgendwo hier durchgeschlängelt. Alter Schwede. Das war's fast. Das wär's jetzt fast gewesen mit der Map hier. Mit diesem kleinen Schocker verabschiede ich mich aus dieser Folge. Mit Blick auf das Dorf, wo wir niemals hinkommen werden. Mit Blick auf, ja, da unten, wir haben gerade halt ein paar Mauern verloren. Warte, ich sammle mal kurz noch die Blöcke ein, vielleicht. Schon will ich noch wieder rauskommen. Ist kein weiterer, gell? Alter. Kurz hier zumachen. Warte, schnell rein hier, rein hier, rein hier. So, das müssen wir nächste Folge wieder fixen. Und genau das wollte ich auch noch ansprechen eigentlich. Dass wir darauf achten müssen, dass, wir eigentlich einen größeren Zaun hier rumziehen müssen. Weil wenn ein Creeper so nah dran steht wie gerade eben, dann kann es ganz schnell vorbei sein. Aber Glück gehabt, dass wir den Zaun hatten. Sonst wäre das jetzt schon vorbei gewesen mit zwei Folgen. Aber das Schöne ist, wir werden auf jeden Fall in eine dritte Folge gehen. Es geht noch weiter. Und ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.